Hallo Leute, schaut euch mal diese zwei süßen kleinen Leoparden an. Sind die nicht toll? Ha, das habe ich euch reingelegt. Das sind gar keine Leoparden. Klar, die könnte man sich natürlich auch nicht als Haustiere halten. Die beiden hier sind Bengalkatzen. Findet ihr nicht, die sehen ein bisschen wie Leoparden aus? Das hier ist Merlin und das hier ist Armani. Armani haut schon wieder ab. Habe ich nicht genug mit ihm gespielt. Schaut mal, was die für ein tolles Fell haben und was für leuchtend grüne Augen. Ah, da fällt mir doch auch gleich die heutige Quizfrage ein. Welche Augenfarbe haben alle Katzen bei der Geburt? Ist es Antwort A, blau, oder ist es Antwort B, braun? Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung. Bengalkatzen sehen schon echt besonders aus, aber woher kommen die eigentlich? In Asien lebt eine wilde Katzenart, die asiatische Leopardenkatze. Sie kommt auch in der südostasiatischen Region Bengalen vor. Deswegen wird sie Bengalkatze genannt, genau wie die zahme, die bei uns gezüchtet wird. Der Name wurde übernommen. Die Rasse der zahmen Bengalkatze entstand erst vor gut 50 Jahren in den USA. Damals wurde zum ersten Mal eine Leopardenkatze mit einer Hauskatze gekreuzt. Und heraus kam die zahme Bengalkatze. Heute werden Bengalkatzen nur noch untereinander verpaart. Sie sehen zwar ein bisschen wie Wildkatzen aus, sind aber sanftmütige Hauskatzen. Mit Leoparden haben sie also gar nichts zu tun. Unsere zwei Bengalen Armani und Merlin leben bei Patrika in Schwarzenfeld in der Oberpfalz und sind 2 Jahre und 11 Monate alt. Das ist ja der Wahnsinn! Die können hier richtig gut klettern! Wie cool ist das denn? Aber gut, der will jetzt natürlich auch unbedingt an den Puschel hier ran. Sind schon sehr verspielt, oder? Ja, das ist richtig. Sie sind sehr verspielt. Liegt es daran, dass sie noch so jung sind? Nein, also mit dem Alter hat es eigentlich nichts zu tun. Bengalen sind bis ins hohe Alter sehr aktiv, sehr verspielt. Das ist ja cool. Dann kann man ein Katzenleben lang spielen. Ja, auf jeden Fall. Also Bengalkatzen sollten auch auf gar keinen Fall alleine halten. Sie sollten immer einen Spielkameraden haben. Denn alles können wir Menschen nicht ersetzen. Na klar. Wie kannst du die denn noch beschäftigen, außer jetzt mit diesem Spielpuschel? Ja, ist ganz witzig. Unser Armani zum Beispiel, der apportiert unheimlich gerne. Na, ich schmeiß einen Ball und er bringt ihn dann zu mir zurück. Der apportiert? Das kenne ich ja nur von Hunden. Ja, in dem Fall macht's auch die Katze. Da bin ich ja mal gespannt. Na los, Armani, hol den Ball. Ha, schaut euch das an. Der apportiert ja wirklich. Cool. Daran kann man auch sehen, dass sie sehr intelligent sind, oder? Ja, das ist richtig. Also Bengalen sind in der Tat sehr intelligent. Und von daher kann man ihnen natürlich unheimlich viele Kunststückchen beibringen. Toben muss man ihnen nicht beibringen. Das geht immer. Also Platz habt ihr ja hier jede Menge bei euch im Garten. Dürfen die denn auch mal aus dem Garten raus? Nee, also aus dem Garten rauslassen tun wir sie nicht. Da ist mir das Risiko einfach zu groß, ne? Die Straße. Und ich denke mal, solche Tiere werden auch ruckzuck weggefangen. Also deswegen gesicherter Garten. Okay, das heißt, die dürfen hier bei dir immer überall rumsausen und im Haus auch? Genau. Was ist denn, wenn man keinen Garten hat? Kann man sie sich dann überhaupt halten? Ja, schon. Also ich sage jetzt mal, es ist natürlich schön, vielleicht nur ein gesicherter Balkon oder irgendwie sowas. Vom Platz her einfach, dass sie sich genügend austoben können. Für jede Katze ist es schön, wenn sie immer ein bisschen Frischluft kriegt. Nicht alle haben so viel Platz, das ist richtig. Und unsere beiden haben ja sogar noch ein ganz eigenes Zimmer im Keller. Ein eigenes Katzenzimmer. Kannst du mir das mal zeigen? Ja, klar. Kommt mal mit. Ah, da ist ein Bett. Hier kann man sich auch schön reinkuscheln, schön verstecken. Genau. Aber was die hier eigentlich in der Nacht treiben, das weißt du ja gar nicht, oder? Die machen bestimmt die ganze Nacht Katzenparty. Huhu. Nee, ich glaube, das will ich ja gar nicht wissen, was sie die ganze Nacht treiben. Aber dafür ist es ihr Zimmer. Da dürfen sie treiben, was sie wollen. Okay, ist es denn Pflicht, so ein Katzenzimmer für Bengalkatzen? Nein, es ist natürlich keine Pflicht. Aber ich denke jetzt mal, sie genießen das sehr. Auch, dass sie in der Nacht hier sind, dass sie einen Rückzugsort haben. Aber es ist keine Pflicht, nein. Tagsüber spielt sich das Katzenleben aber oben ab. Du hast ja gerade gesagt, ein Katzenzimmer ist keine Pflicht. Ja. Was ist denn Pflicht, wenn man sich Bengalkatzen halten möchte? Wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann Spielzeug, oder? Ja, definitiv. Also am besten viele
Kratz- und Klettermöglichkeiten, wo sie wirklich ihren Bewegungsdrang ausleben können, kratzen können, spielen können. Einfach viele Spielsachen und Klettermöglichkeiten. Was mir auch nicht entgangen ist, ihr habt da ein ganz, ganz tolles Aquarium. Schaut mal. Das hast du doch bestimmt extra für die Katzen hier aufgebaut, damit die Katzen Kino haben, oder? Nein, ist nicht so. Das ist mein zweites Hobby. Es sind die Fische und deswegen das Aquarium. Und passiert es dann nicht mal, dass die Katze irgendwie sich einen Fisch schnappt? Kann in dem Fall Gott sei Dank nicht passieren, weil das Aquarium in dem Fall einfach zu hoch ist. Da kommen sie Gott sei Dank nicht hoch und somit sind meine Fische sicher. Ah, okay. Naja gut, aber Katzen mögen ja eh kein Wasser. Das heißt, sie würden da gar nicht mit ihren Pfoten reingehen, oder? Doch, Bengalen schon. Bengalen mögen Wasser. Wie? Wie Tiger? Ja, wie Tiger. Die mögen Wasser. Das ist ja cool. Vielleicht haben Armani und Merlin heute auch Lust auf Planschen. Na? Okay, Begeisterung sieht anders aus. Schade, heute scheint eher kein Badewetter zu sein. Ich hätte jetzt auch nicht mehr so viel Lust auf Baden, ja, weil es einfach nicht mehr warm genug ist. Genau, der Sommer ist schon vorbei. Und gerade im Sommer, wenn es so heiß war, da haben sie also unheimlich gern geplanscht. Ne? Da waren wir die ganze Zeit irgendwo im Wasser gestanden. Aber jetzt ist es wohl einfach schon zu kalt. Aber so sieht das dann aus, wenn es warm genug ist. Baden kann man schließlich auch wunderbar drinnen in der Badewanne. So, nach dem ganzen Rumgeplansche und Rumgespiele brauchen wir alle vier, glaube ich, mal eine Pause. Ja. Der Merlin liegt hier schon bei uns. Ja. Kuscheln Bengalkatzen denn gern? Ja, sehr gerne. Sie mögen genauso gestreichelt und geschmust und gekuschelt werden. Also der Armani scheint keine Lust auf Kuscheln zu haben. Der legt sich möglichst weit weg von uns. Armani ist ein bisschen eigen. Der mag immer ganz gern in Ruhe zum Frauchen und das ist dann okay. Na gut, dann kuscheln wir halt nur mit Merlin. Genau. Selber schuld. Das Fell der Bengalen ist unheimlich weich. Übrigens muss man es nicht bürsten. Zur Pflege reicht Streicheln völlig. Jetzt ist die schönste Zeit des Tages. Es wird gegessen. Und wenn ich mir das hier so anschaue, dann gibt es wahrscheinlich kein Trockenfutter aus der Tüte, oder? Nein, nein, das gibt's bei uns überhaupt nicht. Was ist das denn jetzt hier genau? Also das ist jetzt Rohfleisch, das ist jetzt Hühnchen und Rind. Und was ist da noch drin? Ja, das ist jetzt eigentlich das natürlichste Futter eigentlich der Katze. Das heißt, es sind die Mäuse. Mäuse kriegen die? Genau. Okay. In der Maus ist alles drin, was die Katze braucht. Was braucht die Katze? Die Maus. Okay, also die würde sie sich ja draußen so fangen, wenn sie jetzt wild leben würde. Richtig, genau. Deswegen verfütterst du das auch. Richtig, genau. Alles klar. Und wie viele Mäuse frisst so eine Katze am Tag? Kommt ein bisschen auf die Größe und das Gewicht von der Maus an. Die hier sind relativ klein, da wiegt eine an die 20 Gramm. Das heißt, so 10 Stück am Tag vertilgen sie schon. Boah, die riechen schon ein bisschen streng, die Mäuse. Die sind aufgetaut, oder? Die sind jetzt aufgetaut, richtig. Woher bekommt man sowas? Sowas bekommt man eigentlich in Reptilien-Shops, so jetzt einmal. Da ist es ja gang und gäbe und da bekommt man dann auch die Mäuse. Ist es denn notwendig, eine Bengalkatze mit Frischfleisch zu füttern oder könnte man der auch Trockenfutter geben? Also notwendig mit der Rohfleischfütterung ist es nicht, aber es ist empfehlenswert. Trockenfutter füttern wir generell nicht. Ich finde, es ist für die Katze nicht gut. Wie gesagt, die natürlichste Ernährung ist trotzdem die Rohfütterung. Das heißt, du sagst, du willst ihr einfach das geben, was sie in der Natur auch bekommen würde. Genau so ist es. Gut, dann lege ich jetzt jedem eine Maus oder wie machen Nein, wir das? Du darfst jetzt jedem vier in die. Jedem vier Mäuse, jeder okay. Bekommt jetzt vier Mäuse in die Box. Okay. Also das muss man ja schon mögen, ne? Also mir tun die Mäuse schon ein bisschen leid, aber gut, so hat es die Natur vorgesehen. Genau so ist es, fressen und gefressen werden. Jetzt frage ich mich natürlich schon, was du hier für abgespacede Futternäpfe hast. Was ist das? Das sind chipgesteuerte Futternäpfe. Das heißt, die sind genau auf den Chip, den die Katze unter der Haut trägt, so eingescannt. Ja. Das heißt, wenn die Katze in diesen Bereich kommt, geht nur für die Katze der Futternapf auf. Und sobald die Katze weggeht, geht der Futternapf auch wieder zu. Das heißt, einer kann dem anderen das Futter nicht klauen. Dann legen wir los.
Guten Appetit! Lasst es euch schmecken. Mäuse am Stück fressen ist für die Katzen ein tolles Kautraining und macht gesunde Zähne. Du hast gesagt, du fütterst ungefähr 10 Mäuse am Tag pro Katze. Mhm. Das heißt, wie viel gibst du ungefähr aus für Futter im Monat? Also für die reine Rohfütterung sind es in etwa 30 bis 40 Euro, was ich brauche. Wenn man Mäuse dazu füttert, sind es vielleicht 60 bis 70 Euro im Monat pro Katze. Ich dachte, du bist noch am Fressen. Das ging aber schnell. Das geht ganz schnell. Okay, dann brauchst du eine Erstausstattung, wie zum Beispiel die Kratzbäume. Mhm. Man braucht jede Menge Spielzeug, ja. Man braucht Futternäpfe, mhm. Das Planschbecken. Was kostet das ungefähr? Also ich denke jetzt mal, wenn man so mit 200 Euro in etwa ansetzt, kommt man gut hin. Wobei nach oben natürlich keine Grenzen gesetzt sind. Kommt immer ein bisschen drauf an, was man möchte und was man dann im Endeffekt ausgeben möchte. Und was kostet so eine Bengalkatze selbst? Also die Bengalkatzen kosten bei guten und renommierten Züchtern zwischen 1.200 und 1.500 Euro. Das muss man rechnen. Wobei man sich ja im besten Fall zwei halten sollte. Das ist richtig, wobei nicht zwingend eine zweite Bengalkatze sein muss. Also es kann jetzt auch eine andere Rasse sein, die einfach genauso Temperament hat, wie die Siam zum Beispiel, die Abyssinier. Kann aber auch eine europäisch Kurzhaar sein, die einfach Pfeffer im Arsch hat, ne? Und somit eigentlich ein guter Spielkamerad für den Bengalen ist. Was ich aber hier noch gerne anmerken möchte, die Sozialisierung, gerade in den ersten 12 Wochen, ist unheimlich wichtig. Sozialisierung, das heißt, wie sie mit Menschen umgehen, dass sie nicht bei jedem Geräusch sich erschrecken, wie sie mit Artgenossen umgehen. Das heißt, dass sie einfach so lernen zu leben. Alles klar, also ich muss ja sagen, ich bin schon wieder in Spielstimmung. Ich glaube, die Katzen auch so langsam wieder. Aber jetzt gibt's für euch erstmal nochmal alle Infos zu den Bengalkatzen. Die gibt's auch im Internet. Oh, es ist eng. Wie viel Platz brauchen Bengalkatzen? Platz zum Rumtoben und frische Luft sind wichtig. Ein Garten ist ideal. Ein gesicherter Balkon geht aber auch. Wie pflegt und hält man Bengalkatzen? Spielen und Beschäftigung sind das A und O. Als Feldpflege reicht den Bengalen streicheln. Kuscheln Bengalkatzen gern? Bengalkatzen sind sehr verschmust. Sie kuscheln aber nur, wenn sie es wollen. Was fressen Bengalkatzen? Mäuse sind die natürlichste Nahrung für die Bengalen. Rohfleischfütterung ist auch sehr empfehlenswert. Hey, wie viel kosten Bengalkatzen? Eine Bengalkatze kostet 1.200 bis 1.500 Euro. Das Futter im Monat ca. 50 Euro. Also diese Federn scheinen sehr gut zu schmecken. Die muss ich später auch noch mal probieren. Aber bevor wir jetzt hier wieder richtig spielen können, ganz wild, müssen wir noch die Quizfrage auflösen. Welche Augenfarbe haben alle Katzen bei der Geburt? Ist es Antwort A, blau, oder ist es Antwort B, braun? Du weißt es bestimmt, oder? Ja, natürlich. Das ist die Antwort A ist richtig. Das ist die Farbe blau. Und es liegt einfach daran, dass die Zellen, die für die Augenfarbe zuständig sind, sich erst später entwickeln bei den Katzen. Besser hätte ich es auch nicht erklären können. So, jetzt können wir noch eine Runde spielen. Mal schauen, wer von uns vier am längsten durchhält. Ich habe da schon so eine Idee.